Machen wir uns mal dran. Damit kann ich schon mal jumpen. Hoffentlich finden wir schnell Redstone, denn irgendwie ich habe auch nicht so viel Lust, das im Dunkeln gleich wieder zu machen. Irgendwie auch keine Lust wirklich drauf. Was überhaupt markiert jetzt, wo wir sind? Ne. Die haben sich überall so ein bisschen niedergelassen. Ach. Hey, ich schätze mal, was soll mir sagen? Redstone. Ich glaube nicht, dass das hier ist. Das ist ja wie gerade eben auch schon. Redstone wird auf den ihrer Basis wahrscheinlich zu finden sein. Ja, mir tut es ja schon ein bisschen leid, ne? Auch wenn das nur NPCs sind, aber das muss ja nicht sein. So, wo haben wir hier Redstone? Oh, das war knapp. Ah, Wasser ist für die schädlich. Jetzt verstehe ich das. Was? Ist hier auf dem Baum irgendwo Redstone oder was soll mir das sagen? Kleines Jump'n'Run durch die Bäume. Aha. Machen wir das mal von hier aus. Ich weiß gerade nicht, ob hier irgendwo oben Redstone sein soll. Da gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Ist der Pfeil gleich wieder weg? Ach. Ich bin auch so blöd. Bin in dem Gebiet von Redstone, aber das heißt ja nicht, dass hier vorne Redstone ist. Ach ja. Entschuldigt bitte, entschuldigt diese Unfähigkeit beim Spielen. Hier sind Dornenbüsche, da halten wir uns lieber ein bisschen fern von. Da, Redstone. Oh, und sogar eine Truhe entdeckt. Aber wie komme ich zu dir hin? Platz 14. Scheiße. Mist. Wer hat das gesagt? So. Ich versuche gerade mal darauf zu kommen. Ganz vorsichtig. Damit wir da oben an die Kiste kommen. Ist das nervig. Ein Tier wechseln. Sind hier diese Käfer? Ich glaube, da ja. Das hieß, dass ich mit euch überall hinkomme. Oh, das ist ja cool. Ist ja schon fast wie Fliegen. Also sie brauchen auch diese Blöcke, um hochzukommen, aber das geht ja schon mal einiges einfacher. Eine neue Basis wurde errichtet. Irgendwie hakt das Spiel auch gerade ein bisschen. Oder einen neuen Stützpunkt richtet. Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, nicht so richtig, wie ich da hochkommen soll. Ich glaube, das wird auch später erst im Spiel möglich sein. Höchstens vielleicht nochmal über den Baum. Ja, aber kann der Käfer den Baum hochkommen? Der auch nicht.
Hier ist er drauf. Vielleicht ja so. Laden wir nochmal auf. Da sind wir auch schon mal drauf. Es könnte funktionieren. Ah, und schon sind wir da. Klasse. Dann bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Wieder ein Hilfsgeist. Okay, dann sind die gelben Truhen anscheinend immer ein Hilfsgeist. Ich glaube, wenn wir jetzt schon hier sind... Das ging einfach. Ich wollte mal gucken, ob hier oben vielleicht noch irgendwas ist, was man gebrauchen kann. Wenn wir schon rein zufällig dann die Kiste entdecken, können wir auch hier gucken. Aber das ist ja auch... Alter Schwede, ist das riesig hier. Gehen wir mal nach ganz oben, wenn das geht. Aber wobei, ich glaube, hier ist lieber also eine Station, sonst fahren wir gleich wieder runter. Ist ja auch eine riesige, schöne Map. Ist das Wahnsinn. Also gerade dieser lila Nebel drumherum und dieses Blau, was vom Himmel kommt. Um den Schnee herum alles blau. Ich finde das wunderschön. Echt gut gelöst. So, der kann ja langsam runterkommen. Schafft er das auch den ganzen Berg? Tatsächlich, ja. Oh. Hatte schon gedacht, er schafft das. Da unten sind zwei Picklins. Da gehe ich jetzt mal lieber nicht hin mit meiner Überlebenschance. Okay, Redstone wurde gesammelt. Aber eigentlich fände ich das auch besser, wenn wir noch mehr hätten. Dann können wir nämlich auch mehr bauen. Dann brauchen wir nicht nur einen Werfer hinstellen, dann können wir gleich noch ein paar mehr machen. Da gibt es nur 9. Ist hier noch irgendwo Redstone? Irgendwo da unten wird er was entdeckt haben. Da hinten vielleicht. Okay. Oh, Redstone ist voll. Mehr als 150 geht nicht. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Fight. Haben wir da angegriffen? Scheint so. Da können wir eigentlich auch schon fast zu Fuß hingehen. Wäre natürlich gut, wenn wir noch einen Tiger hätten. Da wird die ganze Sache nicht so lange dauern. Aber ist dann so. Da oben wird gekämpft, aber ich glaube, das ist auch denen ihre Basis. Durchs Wasser sind die Tiere, die Insekten natürlich echt nicht schlecht. Der will was von mir. Oh, der hat wohl gerade gemerkt, dass das Wasser nicht gut ist für ihn. Auch nicht schlecht. Na, kleiner Wolf, willst du mir folgen? Ich glaube aber nicht, dass das meine Gesundheit so förderlich ist. Fliegen wir mal dahin, soweit es geht. Tut mir schon leid, die kleinen Tierchen. Ach, hier wie so eine Füchse. Da sind sie auch wieder nur am Blödsinn machen. Dabei. Habe ich die Basis hier auch schon markiert? Da müssen wir hin. Hallo? Jetzt. Streifen wir durch die Wälder. Schauen uns hab und gut dieser Biome an. So. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo wir die Jungs gelassen haben. Schwierigkeit 1. Hm. Wollen wir es mal nicht so peinlich machen wie die letzten Male.
So, wo habe ich die Armee? Da hinten. Die kämpfen schon. Aber wenn die so kämpfen, schätze ich mal, wurden die auch angegriffen. Oh, cool ist ja auch, wenn die Picklins runterfallen, dann sterben die. Habe ich gerade da hinten gesehen. Schön, das Ding haben sie eingerissen. Ich glaube, ich würde... Gehen wir mal damit los, dass wir das Ding hier zerstören. Wobei ich nicht weiß, ob der Winkel vielleicht genauso schlecht ist. Da oben scheinen auch keine Picklins mehr zu sein. Wir machen das mal folgendermaßen. Hier bauen wir mal eine Treppe rauf. So, wieso kann ich das jetzt nicht bauen? Maximale Höhe überschritten. Die Höhe will gehen natürlich. Ja, dann bauen wir uns mal hier hin. Würde ich ganz gerne hier raufgehen. Jetzt werden sie noch härter kämpfen. Und ihr dürft alle mal mitkommen. Erledigt mir mal das Ding hier. Was soll ich damit? Was soll ich damit anfangen? Na gut. Dann würde ich sagen, könnten wir gleich mal versuchen, da oben ranzukommen. Hier nämlich rauf. Kann ich denn wenigstens hier die Treppe hinsetzen, so wie ich das will? Oh, langsam eingebrochen. Nicht mehr hier vorne. Na gut. Dann zerstört das Ding mal. Ich gehe schon mal zur Seite. Hat auch nicht gereicht. So, Jungs, kommt. Klasse, dass nur ihr hier seid. Ihr dürft auch gerne mitkommen. Wir sind 20 Leute, nicht 4. Ihren Glück gehabt. So. Hoffe ich kann... Naja, das ist auch zu wenig. So viel wollte ich jetzt auch nicht bauen. Aber ist dann so. Da oben ist ein Picklin. Die haben auch eine Brücke dorthin. Ich weiß gar nicht, wie weit der Redstone-Werfer denn kommen kann. Bauen wir mal hier hin. Bauen auf diesem Terrain... Oh, das hätten wir uns noch sparen können, ne? Aber wenn das auf diesem Terrain nicht möglich ist, wo soll ich den denn hinsetzen? Kann der so weit schmeißen? Das kann ich mir fast schon nicht vorstellen, aber gut, wir werden es rausfinden. Machen wir den mal hier hin. Da hinten, da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Ganz voreingenommen gehe ich an die Sache ran. Okay, dann verwenden wir den mal. Noch weiter geht nicht. Aber nur, weil ich sehen will. Stone wäre verkühlt ab. Also, das bringt uns hier hinten leider nicht viel. Irgendwie wäre ich natürlich glücklicher darüber, wenn wir den Redstone-Werfer hier haben. Es gibt ja auch dieses, was wir hier drauf bauen können, dass das den Boden neutralisiert. Wie war das denn noch? Friert sich nähernde Gegner ein, verursacht aber keinen Schaden.
war doch auch irgendwie so ein Zauber, dass ich das bearbeiten kann. Ja, ich schätze mal, das muss ich da erstmal aufbauen. Nee. Ja, was hätte ich erst? Wobei, habe ich das sogar nicht schon gemacht? Aber dann wäre das auch hier oben mit drin. Ne, ist, glaube ich, noch nicht passiert. Das ist Tagebuch. Ne. Okay, dann muss ich mal zusehen, dass wir die ganze Brigade zusammennehmen. Dann müssen wir eben selber hoch. Ich glaube, bei Schwierigkeitsstufe 1 sollte das eigentlich kein Problem sein. So, dann baue ich uns mal hier eine weitere Treppe hin. Kann ich die nicht auf eine andere Treppe bauen? Da. Wenn ich jetzt von hier aus die Treppe weiterbaue. So, sich überschneidend. Ja, weil die hier ist. Das ist auch nervig. Hm. Wie soll ich das jetzt auf sachlichste Ebene lösen? Dann müssen wir wohl darüber. Das ist schon ein bisschen nervig, wie wir da ich die Brücken bauen soll. Ja, danke. Na, da. Oh. Doch, hat schnell geklappt mit dem Abbauen. So, jetzt nochmal. Von hier. Einfach drücken, irgendwie klappt das schon. So, Jungs, dann greift ihr bitte diesen Turm an. Ohne runterzufallen. Und dann gehen wir gleich mal da hoch. Oh, die Jungs warten schon da. Ja, fallt mal in den Tod. Sagt nichts. Kann ich die Brücke so bauen? Ja, klappt. Perfekt. Ich glaube, wenn die... Wisst ihr was, Jungs? Kommt schon mal alle mit, die noch in der Nähe sind. Und nicht runtergefallen. Ich glaube, das sollte kein großes Problem hier werden. Ich helfe euch mal mit, hier ein paar Piglins zu zerstören. Die brauchen ja nur runterfallen. Also springt ihr hier durch die Gegend. Alter, nur 16. Wir haben hier nur so ein paar Spieltreiber. Was sind die denn alle? Mensch. Ihr seid doch nicht alle runtergefallen, oder? Wenn... Dann sind sie da. Okay, Jungs, kommt mal mit. Da hinten haben wir auch noch zwei. Boah, ich glaube. Ah, wollte doch. Die können wir noch mitnehmen. Hier kommt auch noch mal mit. Ist so krank, dass die hier einfach so in den Tod fallen. Ich brauche mich eigentlich nur hier unten hinstellen. Beste Verteidigung. Nehmt euch nochmal mit hoch, dann gehen wir da mal lang. Nehmt die Treppe bitte mal vernünftig mit drauf, ohne runterzufallen. So. Ihr sterbt doch mal. Dann gehen wir mal hier oben heran. So, das dürft ihr zerlegen.
Ich helfe euch mal beim Vertreiben dieser Spinner. So. Wobei, vielleicht reicht das ja schon, wenn ich die... Aber ne, das wird nicht reichen. Ich sorge mal dafür, dass wir mehr Personal bekommen. Oh, da hinten warten ein paar Piglins. Hier genauso. Die werden wir gleich von hinten zerstören. Sollen wir sie auch mitnehmen? Allein schon fürs Prestige. Auch wenn nur einmal kicken, dass sie runterfallen. So. So wie es aussieht, sind meine Golems gleich alle platt. Ich schätze mal, dass sie hier Gegner haben. Na, geht eigentlich. Aber die reichen nicht. Ich werde mal zusehen, dass wir noch mehr bekommen. Ich weiß auch gar nicht, wo das ist, was ich gebaut habe. Aber egal. Hier ist was Grünes. Rein theoretisch kann ich hier das Ding platzieren. Okay. Dann werden wir gleich mal... Da. Nein! Ich glaube nicht, dass sie kommen werden. Bauen wir hier mal unseren Spawner. Ihr könnt gerne mit von der Partie sein. So. 11 von euch. Den Rest machen wir mit euch. Oh, haben wir nichts mehr. Na gut. Und schon haben wir die Armee voll. Dann kommt ihr nochmal mit. Die können wir theoretisch nochmal fertig machen. So, dann kommt mal alle her. Ich hoffe, ihr kommt auch vernünftig die Treppe hoch. Ja, die Kleinen... Die sind schnell erledigt eigentlich. Die sind jetzt nicht das Problem. Die hier sind auch ein bisschen nervig, aber auch nicht das Problem. Genauso auch die Größeren. Solange man drauf hält auf sie, passiert ja nichts. Können sich ja nicht wehren währenddessen. Sondern sich alles gut. So, die sollen jetzt mal zusehen, dass das zerstört wird. Ich gebe denen mal ein bisschen Deckung. Oh. Wird hier oh. Ein paar mehr dazu gekommen. Ihr könnt gleich mal hier unten bleiben. Ach ja. Da oben ist wieder der nächste. Auch wenn es nur ein paar wenige sind, aber es ist ja schon ein bisschen nervig, ne? Der Kleine will nicht mitkämpfen. Zieht sich diesmal ein bisschen. Die können wir eigentlich gleich in den Boot ziehen. Ich springe wirklich schon runter. Na, noch ein Arsch voll. Jetzt zu kriegen. Den habt ihr schon eigentlich fast alleine erledigt. Ist auch keiner, der zum Kämpfen kommt. Da kommen vereinzelte Piglins. Wobei ich habe das Gefühl, die laufen sogar weg. Der Junge will es wissen. Raus hier. Kurz ist natürlich, wenn man sich einfach runterschubsen kann. Einfacher erledigt man das nicht. So, die zerlegen wir gleich mal wieder. Dann sollten die auch mit weg sein. Oh, verschwindet doch mal. Das ist keine Anstrengung. Schaffe ich es noch? Ja. So, dann komm. Ihr wollt nicht? Bin ich euch nicht gut genug? Wisst ihr eigentlich, dass ich hier der Held bin?
Diesen Schweine hier. Wieder welche dazugekommen. Da 23% noch, Leute, gib Gas. Was passiert eigentlich, wenn ich versuche, da reinzugehen? Ah, das ist wieder eine Wand, okay. Sag mal, macht ihr auch wirklich alle da was? Sind hier noch ein paar Piglins da oben, aber das regelt der Kleine hier anscheinend. Da unten ist schon wieder was Neues aus dem Portal gekommen. Sie haben Spawner, die wollen gleich weg. Das gibt Rückenschmerzen morgen früh. Einer hat es dann doch noch hier rauf geschafft, den zerlegen wir gleich mal. So, 7% noch, dann haben wir das nächste Portal zerstört. Dann ist die Basis auch durch. Da oben können wir nochmal sehen, dass wir ein paar Pickens mitnehmen. So, 3%, das ist gleich gewesen. 1% und Action. Bitte was? Oh. Die restlichen wollen noch einen zwischen die Hörner kriegen. Der Verschlinger wurde geweckt. Er ist langsam, aber sein unstillbarer Hunger wird ihn früher oder später beherrschen. Oh, die Sporenhorde macht mir blacke Haut. Sie sind eine besonders üble Sorte Piglins. Das scheint es gewesen zu sein. Ja, also ich glaube, jetzt müssen wir auch zusehen, dass wir die Golems bekommen. Denn wenn die, wenn dieser Schleckermäulchen dazu kommen wird, dann haben wir ein richtiges Problem.